Moin Moin! Weiß man, wann Wipe ist? Die Frage schlechthin aktuell, ne? Nicht genau. Weißt du was? Die Frage kommt so häufig. Lass doch einmal ganz kurz alle zusammen über alle Infos, alle Daten, über alles gehen, was wir irgendwie wissen, um das Datum ein bisschen einzugrenzen, dass alle Bescheid wissen, ne? Also, wir haben nicht viele Infos. Was wir haben, ist die Roadmap. Wobei Roadmap ein bisschen großzügig ist, am Endeffekt nur eine Zusammenfassung, was an Content geplant ist. Wir haben keine Daten oder irgendwas dazu. Aber das hier ist so die Ausgangslage. Plus nehmen wir hier Paint, weil warum nicht? Also was wir machen, erstmal, wann erwarten wir Wipe? Wenn wir uns die Wipe-Daten bisher anschauen, ist so ein bisschen im Dezember, Juni, Dezember, Juni, Dezember, fast Juni. Ihr kennt das Muster, ne? Dezember, Juni, Dezember, Juni. Es war immer so Juni, Juli und halt Weihnachten. Heißt, wir sind halt schon ein bisschen langsam in dem Zeitpunkt, wo ein Wipe passieren könnte. Aber es gibt ein paar Dinge, die man beachten muss. Das erste, lass mal hier weiß einzeichnen, Bereich, wo ein Wipe passieren könnte. Ich denke, das ist so der Bereich, der realistisch ist für ein Wipe. Ne? Irgendwo zwischen Mitte Juni und August. So. Jetzt gibt es aber ein paar Dinge. Zum einen, es gibt noch ein großes russisches Turnier. Ende Juni. Da. Das heißt, ich würde mal... Kann man das nicht ein bisschen dicker, dass man den auch sieht? Weil ich mache den weißen für euch nochmal ein bisschen dicker. There we go. Also, es gibt hier noch ein Turnier. Das heißt, das ist wie gesperrt. Die werden hier nicht wipen vorher, weil... Dann könnten sie das Turnier knicken. Mit was für Gier sollen die Leute, sollen die Jungs denn spielen? Und dann gibt es Probleme, bla bla, also nee. Hier sicher. Das heißt, Wipe bestimmt Juli, mindestens. Wenn wir jetzt die Roadmap anschauen, wir hatten das Update erst. Das ist hinter meiner Cam, ne? So, da unten. Das Update hatten wir erst. Wir hatten die Transition to Unity nicht. Technik-Update und Content-Update. Alles noch offen. Jetzt kommt die große Frage. Mit was wird gewiped? Die meisten Leute sagen, das Content-Update wird der Wipe sein. Mit der Streets-Expansion und so weiter. Ich halte es aber auch für möglich, dass mit dem Technik-Update gewiped wird. Einfach nur, weil, ja. Sonst sieht langsam ein bisschen kritisch aus. Machen wir mal realistisch. Sagen wir, das Turnier findet statt. Aber... die Transition zu Unity findet, machen wir das mal gelb. Machen wir die Meilensteine gelb. Transition to Unity findet hier statt. Irgendwo Mitte Juni, also bald. Dann werden 3 Wochen vergehen, safe, mit Bugfixes und dergleichen. Und ich glaube halt auch, dass das technische Update hängt von Unity 2021 irgendwie, dass das abhängig ist, ne, dass die aufeinander aufbauen. Das sind viele technische Dinge. Und neue Engine-Versionen ermöglichen in der Regel eben neue technische Dinge. Also ich denke, das hängt ein bisschen voneinander ab. Das hat Vor- und Nachteile. Kann heißen, wenn das hier kommt, wird das auch schnell kommen, weil die voneinander abhängen. Also vielleicht arbeiten sie an beiden gleichzeitig. Maybe. Aber sagen wir einfach mal sehr, sehr optimistisch. 3 Wochen später oder 2, 3 Wochen später kommt das technische Update. Jetzt sind wir schon... Anfang Juli, Mitte Juli. Jetzt die große Frage. Das hier ein Wipe, dann sind wir immer Mitte Juli. Wenn das Content-Update aber der Wipe ist. Das hier scheint mir sehr, sehr groß. Das hier scheint mir, erfordert viel Testing. Es scheint mir viel Bugfixes. Also ich schätze, wenn das hier droppt, bis alles sauber läuft, dass man die Expansion raushauen kann. Boah, ich würde sagen fast einen Monat. Dann wären wir schon bei August. Jetzt, also ihr seht es ein bisschen. Das heißt, ich glaube Alex hat auch eine Schätzung rausgehauen, dass eher so in dem Bereich, also das deckt sich relativ gut.
Das ist ein bisschen abhängig von, wie schnell wird BSG sein. Aber wenn wir davon ausgehen, dass jetzt bald mal Transition kommt und dann Technik und dann Bugfixes und dann Content und so weiter, dann schätze ich Vibe Mitte Juli bis so erste Woche August. Wäre so meine Schätzung, einmal so, weißt du? Pi mal Daumen. Jetzt, das heißt gar nichts. Das Ding ist, das kann sich alles verschieben, weil angenommen, Transition Unity kommt und eine Woche später hauen sie schon das Update raus. Das heißt, es würde sich ja alles verschieben, ne? Das heißt, der da würde dann plötzlich, wer hier? Was heißen würde, der da könnte Mitte Juli rutschen. Rutschen. Da ist der Schweizer kurz durchgekommen. Aber eben, also das kann sich alles verschieben. Das ist nicht in Stein gemeißelt, einfach basierend auf den aktuellen Informationen. Und wir haben das Datum der 12.06. Aktuelle Situation. Schätzungsweise hier. Eben, soll sich was ändern? Im Endeffekt, ihr könnt euch dann selber ein bisschen denken, eben je nachdem, was sich ändert, könnt ihr selber etwa einschätzen, wann das kommt. Und eben so wegen der Frage im Stream, im Endeffekt, ich nehme an, die meisten von euch werden YouTube-Kanal, den Hauptkanal abonniert haben, da sind die Tarkov News. Also da, wenn irgendwas geht zu Vibe, seid versichert, da kommt ein Video. Also, ne? Keine Sorge, ihr werdet informiert, sobald es irgendwas Konkretes gibt. Aber ich hoffe, das klärt die Frage ein bisschen zu, wann Vibe etwa sein könnte, nach aktuellem Wissensstand. Gut. Weiterzocken.